Ein herzliches Willkommen hier aus Troppis Holzhütte zu einem weiteren Projekt. Ja, meine lieben Zuschauer, ich begrüße euch zu einem weiteren Video und los geht's. Ich nutze mal gerne für meine Projekte Altholz. Ihr wisst es ja sicherlich schon, dass ich ab und zu mal das gezeigt habe, dass ich gerne, wenn ich rumfahre, auch meine Augen offen halte und dann irgendwelches altes Holz, was dann dort von anderen Leuten weggeworfen wird, nutze ich gerne. Und meistens ist es so, wenn man so älteres Holz hat, sind da noch Tackernadeln oder irgendwelche Nägel noch mit drin und die müsste man dann entfernen. Da macht sich dieser Amboss hier wirklich sehr, sehr gut. Thank you.
Ja, meine lieben Zuschauer, jetzt bin ich soweit mit diesem Schränkchen. Ihr habt es ja gesehen, dass ich das Schränkchen hier zusammengebaut habe. Ich wollte das so bauen, dass ich innen drinne dann diese Plexiglasscheiben habe und dahinter dann auch das so streiche. Den Korpus von dem Badschränkchen habe ich weiß lackiert mit normaler Acrylweiß, also Acrylglänzend Weißlack. Habe ich die mit dieser Farbpistole gesprüht. Das hat sich wirklich sehr, sehr gut gemacht. Die Schübe habe ich auch mit weiß lackiert. Die Schübe weiß lackiert und den Korpus weiß lackiert. Und die Blenden, die habe ich dann normal mit dem Pinsel und mit der Rolle dann gestrichen. Weil aus dem einfachen Grund, weil die Blenden, die waren wirklich so klein gewesen. So wenig Material habe ich da gebraucht. Wenn man viel zu lackieren hat, dann geht's. Aber wenn man wirklich kleine Sachen hat, dann lohnt sich der Aufwand nicht, weil man muss ja die ganze Farbpistole muss man ja wieder reinigen. Und das ist doch ein bisschen aufwendiger, als da irgendwie eine Rolle zu säubern oder einen Pinsel zu säubern. Deswegen habe ich das mit einem Pinsel gemacht. Und die Großflächen jetzt zum Beispiel der Korpus, das war ja alles rein weiß. Und die habe ich dann mit der Pistole lackiert. Ja, aus diesem Grunde konnte ich dann den Kompressor auch dann testen. Also ich sag mal so, ich bin sehr zufrieden mit dem Volumen. 30 Liter hat wirklich seinen Dienst geleistet. Ich sag mal so, das ist ein Kompressor, der hat Luft zu liefern und das hat er gemacht. Lautstärke, schaut mal hier, die Lautstärke um die 70 Dezibel waren es gewesen. Ich sag mal so, das ist so eine Lautstärke, die kann man wirklich auch sonntags den Kompressor dann anmachen, ohne die Nachbarn zu ärgern. Noch ein Vorteil, schaut mal hier an diesem Kompressor ist, dass hier der Kompressor auch gleich mit einem Druckminderer verbaut wurde und auch gleich mit so einem Wasserabscheider. Beim Lackieren ist es immer wichtig, dass man da wirklich auch drauf achtet. Durch diese ständige Luftabnahme entsteht ja auch Wasserdampf. Das ist für kleine Sachen, für kleine Lackierarbeiten. Ich denke mal für ein großes Auto, wenn man da wirklich große Flächen hat, müsste der natürlich ein bisschen mehr Luftvolumen haben. Hier steht, dass der 165 Liter in der Minute liefern kann. Aber wie gesagt, wenn man eine anständige oder eine große Farbpistole hat, die verbraucht ja da wirklich auch sehr, sehr viel Luft. Ja, wie gesagt, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden mit dem Produkt. Kleinigkeiten hier, schaut mal, kleine Lackprobleme sind da vorhanden. Ich kann mir gut vorstellen, wenn diese Lackprobleme dann auftreten, ist es besser, wenn man die vielleicht ein bisschen abschleift und da noch ein bisschen nachlackiert, nicht, dass das anfängt zu rosten. Das muss ja auch nicht sein. Ja, aber ansonsten im Großen und Ganzen sind mir keine weiteren Probleme aufgefallen. Aber bei solchen Produkten sieht man ja meistens erst im Alltag nach ein, zwei Jahren, ob die wirklich dann einsatzfähig sind, ob die zwei Jahre oder ein Jahr, was jetzt nur ist, ein Jahr Garantie wirklich durchhalten. Aber ich denke mal schon, für Kleinigkeiten, für kleine Lackierarbeiten, für hier, für einen Tacker oder so, ist der wirklich gut geeignet. Ja, herzlichen Dank hier diese Firma für das Produkt, das sie mir hier zur Verfügung gestellt haben. Vielen, vielen Dank dafür. Den Link zu dem Kompressor hier findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vielleicht ist ja ein oder andere auch dabei, der auf der Suche ist nach einem ölfreien Flüsterkompressor. Also deutlich entspannter kann man damit arbeiten und nicht ist das nicht so laut direkt in der Werkstatt. Das soll es gewesen sein hier von Troppis Holzhütte. Ich hoffe doch, dass euch das Video so ein bisschen gefallen hat. Ja, das soll schon gewesen sein. Ich sage Tschüssi und ich bin raus. Ciao.